Ja, Planschwassergrüße aus dem schön abgesoffenen Nicht-Baden-Württemberg. Genau, ich habe heute einen Keks gefressen. Das ist also quasi für uns ist ja heute wieder gestern. Oder wie auch immer. Ja, genau. Wir hatten ja so im letzten Jahr die Frage, was läuft beim Hochwasser zuerst voll? Weil es gibt ja bei den öffentlichen, bei den einschlägigen Social-Media-Gruppen gibt es ja so, ja, Überlebenskünstler, die sagen, Mensch, kauft euch ein Schlauchboot, packt das in den Keller und wenn es Hochwasser gibt, könnt ihr immer noch sonst wohin paddeln. Aber wie gesagt, was läuft beim Hochwasser zuerst voll? Egal, so, ich habe genug gequatscht. Ich begrüße natürlich die Janissa und der Daniels auch wieder da, aus der Versenkung erhoben. Moin, moin. Moin, moin zusammen. Der hat sich quasi seinen feuchten Keller trockengelegt jetzt. Sei doch nicht so gehässig. Der hat das schöne Wetter am Freibad genossen. Oder was hast du getrieben, Daniel? Um dein schlechtes Gewissen zu erleichtern. Ich habe das schöne Badewetter benutzt, genutzt. Ja, dachten wir uns. Kann passieren, kommt vor, macht nichts. Naja, das beim nächsten Mal. Weißt du? Also, Thomas, ne, um noch deine Frage zu beantworten, ne, was zuerst voll läuft. Also, bei mir ist es die Hochwasserhose, nicht die im Schrank. Die läuft als erstes voll mit Wasser bei Hochwasser? Ja. Dann machst du aber irgendwas verkehrt. Weil das ist eigentlich der Keller. Beziehungsweise bevor der voll läuft, ist das definitiv ein Fall für die Abflüsse. Die vorlaufen. Ja, das war ja die Frage. Die Antwort solltet ihr ja nicht lösen. Ja gut, mal gucken, was gestern und den Videostand. Das raten wir euch bei der nächsten Aufnahmerunde. Weil wie lange diese hier jetzt geht, weiß ich nicht. Ob das jetzt nur 2 Folgen sind, ob das 3 Folgen werden oder gar 4. Keine Ahnung. Aber in der nächsten Folge werden wir euch dann verraten, oder in der nächsten Aufnahmerunde, werden wir euch verraten, was ihr alles erraten habt unter dem Video. Genau, und jetzt habe ich noch mal eine ganz andere Frage. Was würdet ihr denn alles, wenn ihr die Möglichkeit hättet, was würdet ihr alles mal an Vorräte bunkern bei so einem Fall? Angenommen, wir hätten jetzt mal einen Stromausfall für unbekannte Zeit. So, was? Stopp, kurze Frage. Daniel, wo hast du einen Anhänger bei dir? Daniel? Nein, noch nicht. Wo hast du ihn hingestellt? Zeige ich dir. In der falschen Halle. Da gehören die Trecker rein. Wie gesagt, ja. Das sagst gerade du, weißt du? Du meinst die nicht aufräumt? Genau. Aber aufgeräumt ist aufgeräumt, ne? Ja, weil du das wahrscheinlich wieder gemacht hast. Nein. Ich spart das mit den Anhängern. Die Anhänger war Daniel gerade eben, aber der Rest war sonst auch ich. Mensch. Du bist ja nicht wirklich weit gekommen mit deinem Drescher, kann er sein? Nö. Aber so soll es sein. Viel Ertrag. So wünschen wir uns das. Alles muss man hier heute suchen. Und ja, Friederike, bevor du wieder schreibst, ich habe dir doch die Schneidwerke gestellt. Ja, du hast mir die Schneidwerke geschickt, den Link. Ich habe es mir aber noch nicht angeguckt. Ich gestehe. Und bevor du jetzt fragst, Thomas, Friederike hat uns einen Link geschickt für so ein Butterfly-Schneidwerk mit gleichzeitiger Funktion für Schwattablage. Leider steht in den Mods nichts drin, ob die Multiplayer tauglich sind.
Aber das kriegen wir auch noch gelöst, das Problem. Und du bist noch voll konzentriert bei der Holzarbeit. Ja. Ja. Du bist glücklich. Oh oh, böse Falle, Daniel. Bist du wieder irgendwo hängen geblieben? Nee, ich hab grad die Übersicht offen. Die Felder brauchen Kalk. Eieiei. Ja. Das wird teuer. Aber mach dir nichts draus, es geht Menschen wie den Leuten, ne? Ja. Aber kriegen wir schon hin. Ich denke mal, Thomas wird heute auch so sein erstes Holz verkaufen, oder nicht? Ja. Oder machst du das erst in der morgigen Folge? Ich werde wahrscheinlich anfangen damit jetzt. Ja, finde ich schön. Das freut uns. Ja, ich bin nebenbei am Grasmähen. Mal gucken, was hier so die Wiese hergibt. Ja, wenn ihr Fragen auch zur Map habt, sei es jetzt so Südhermann, wie kriege ich was hin? Fragt es, schreibt es in die Runde, in die Kommentare. Ich mache euch gerne ein Video dazu und hoffe, dass ihr dann damit auch klarkommt. Genau, weil ich finde, also ich finde, das mit den Videos hat sie gut gemacht. Du weißt doch, Übung macht den Meister. Dann müssen wir hier mal die Zufahrt frei machen vom Gras. Ja, wenn wir stiller sind, liegt das wirklich daran, dass wir alle hochkonzentriert bei der Arbeit sind. Der Daniel ist beim Feld 8 dreschen, ich bin auf Feld 14 zum Grasmähen und Thomas ist oben völlig glücklich mit seinem Holz. Ja, so ist das. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, wenn du dein erstes Holz verkaufst, was es denn Schönes gibt dafür. So. Ja, um Mitternacht kriegen wir erst das Geld von der BGA. Da hatten wir auch noch 2 Hänger reingekippt.
So, also langsam fühlt sich doch das Konto wieder, finden wir doch gut, oder? Ja gut, und vor allem zu dritt schaffen wir hier einiges auf der Karte. Und nein, so schnell werden wir die Map nicht wechseln, denke ich mal. Oder was meint ihr? Nö. Nö. Ich finde, sie macht einfach Spaß. Zu dritt sowieso. Ja, vor allem, wir kriegen hier auch wirklich was gerockt. Vor allem, wir spielen ja nicht gegeneinander, wir spielen miteinander. Das ist ja auch nochmal ein ganzer Unterschied. Ja, müssen wir auch mal gucken, dass wir demnächst wieder ganz dringend Gülle und Mist zur Düngerfabrik fahren, zur Düngerproduktion, weil wir brauchen wieder Dünger. Den Rest habe ich mir ja schon geklaut. Wie, der ist schon fertig. Da will ich hier wohl veräppeln. Also Helfer, du warst schon mal besser. Jetzt muss ich hier den Helfer auch noch selber arbeiten. Das ist nicht fair. Und, klappt alles bei dir? Oder bei euch? Nee. Ich kann nicht schlafen, ne? Brauchst du Hilfe? Lieber Thomas? Hör auf jetzt. Schluss! Ich glaube, wir müssen mal aushelfen, denen. Kann das sein? Ja, bitte. Er speigt sich im Holz, ne? Ja. Was möchtest du denn abladen? Ich weiß. Guck doch. Ja. Nee, das ist. Was machst du da? Was hast du da gemacht? Jetzt bitte nochmal verkaufen. Geht doch! Das war sogar gar keine Hilfe. Wenn es gehässig wäre, würde ich sagen, einmal mit Profis, aber das ist Alphas Sprung. Aber ihr habt gesehen, diese kleine Hängerladung voll waren jetzt 100.000 Holz. Was, klein? Ja. Aber 100.000 sind 100.000, oder? Aber ich glaube nicht, dass wir dir noch Holz wieder hier... Bevor du nicht alle... Waldgebiete abgerodet hast, pflanze ich keine neuen Bäume. Oder willst du vorher noch neue Bäume pflanzen? Auf dem Hügelland? Ne. Dann willst du erstmal alle platt machen, oder? Ja. Und dann reden wir drüber, ob wir neue machen. Neue pflanzen. Aber meine Lieben, ich sehe schon wieder die Uhr. Es sind schon wieder 15 Minuten um. Ich setze noch um auf das Feld 19. Was Thomas macht, weiß ich nicht. Und dann könnten wir auch schon wieder Schluss machen für den Donnerstag.
Aber eigentlich hat jemand von euch gerade noch Pfingstferien? Nee, aus dem Alter bin ich raus. Leider nicht. Oh. Die Frage galt ja eigentlich auch nicht euch. Aber egal. Dann sag das doch. Egal. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Donnerstag. Macht's gut und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Have a nice day und ciao.